Moin, seid ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Wir haben im letzten Part die Tutorial-Höhle hinter uns gebracht. Ja, die Zeichen stehen gut, würde ich sagen, wa? Und nun arbeiten wir uns hier mal ganz vorsichtig durch diese Ruine oder was auch immer das ist. Ich sehe da schon wieder Nebel, das gefällt mir so gar nicht. Gehen wir jetzt erstmal hier zur Gnade, berühren diese. Verlorene Gnade entdeckt. Muss ich mich jetzt dann da hinsetzen? Am Ort der Gnade rasten. Dadurch kommen die Gegner wieder. So, was können wir hier machen? Wir können Flasche. Flaschenaufladung hinzufügen. Flasche verstärken. Flaschenaufladung hinzufügen. Anzahl der Flaschennutzungen mit einer goldenen Saat erhöhen. Ja. Eine Ladung der Flasche mit Popoträne wurde hinzugefügt. Wunderbar. Flasche verstärken. Menge mit Flaschen auffüllen. Mit einer heiligen Träne erhöhen. Haben wir das schon? Keine heilige Träne. Okay, mit heiligen Tränen können wir die dann verbessern. Flaschenauffüllungen verteilen. Über dieses Menü könnt ihr die Zahl der Nutzungen in jeder eurer Flaschen verteilen. Ihr habt ein festgelegtes Maximum an Flaschennutzungen. Ihr könnt entscheiden, wie viele dieser Nutzungen für die LP-auffüllenden Flaschen mit Popotränen und wie viele für die FP-füllenden Flaschen mit Himmelstränen sind. Okay, ich würde sagen, am Anfang machen wir erstmal so. Was haben wir hier noch? Dann Zauber lernen, Truhe sortieren, verlassen. Es ist früh am Tag. Es gibt ja auch Tag-Nacht jetzt, ne? Richtig heftig. Okay, Friedhof der Gestrandeten. Da befinden wir uns jetzt. Dann würde ich sagen, wie ist das mit Aufleveln? Wie levelt man? Untersuchen. Steinwertschlüssel nutzen. Habe ich sowas? Okay, wenn man den Schlüssel... Wahrscheinlich... kann man den Schlüssel sich organisieren und umgeht dann dieses erste Gebiet, wenn man das Game von vorne anfängt, dass man sagt, ah komm, Tutorial brauche ich jetzt nicht nochmal. Und dann umgeht man das. Ich denke, dafür ist er da, um so einen Shortcut in die Open World zu bekommen. Weil ich denke, wir müssen jetzt erstmal dieses kleine Dungeonchen durcharbeiten und dann dürfen wir hier irgendwie in eine Open World rein oder so. Mal gucken. Koop-Mehrspielerpartie. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Koop-Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt der Finger, der euch gerufen hat. Fingerabtrenner. Krummfinger des Befleckten. Schön. Also, man kann, wie gesagt, auch das können wir dann später auch machen, wenn ich mal irgendwann, was durchaus wahrscheinlich sein wird, nicht mehr weiterkomme an einem Boss, weil ich zu dumm bin, dann können wir uns Online-Verstärkung rufen oder auch Geister. Es werde viel Glück. Okay. Möge es viel Glück werden. Erstmal alles kaputtrollen hier, auf der Suche nach Items. Aber scheint nichts. Also ich habe bis jetzt noch nie was gefunden in so einem Ding. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal an dem Hebel. Oh, wir fahren hoch. Ich wollte eigentlich an dem Hebel noch ziehen. Na gut, man kann auch erstmal ein bisschen mit dem Fahrstuhl fahren, ne? Und wieder runter. Okay. Und so fahren wir wieder hinab. Alles klar. Erstmal unten den Hebel ziehen, aber ich denke, der Hebel ist wahrscheinlich nur dafür da, den Fahrstuhl zu resetten. Bin mir ziemlich sicher, dass so ein Fahrstuhl-Reset-Hebel ist, weil wenn der jetzt oben ist und wir müssen nach unten... Nachricht lesen. Hebel versuchen. Aber machen wir mal, ne? Geht aber nicht, weil die Kack-Nachricht da drauf ist. Ich glaube, ja, der Hebel ist wirklich nur dafür da, wenn der Fahrstuhl nicht da ist. Dann kann man ihn sich damit rufen. Okay, haben wir das aber auch gecheckt. Sehr schön. Fahren wir mal weiter hoch. So. Schön ist es hier. Finger versuchen. Nö, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, Bruder. Irgendwas hier Schönes am Rumliegen? Nö. Gut. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Ganz entspannt. Wir haben es nicht eilig, ne? Wir haben auch keinen Stress. Wie gesagt, wir gehen das chillig an. Ganz gemütlich. Ganz entspannt. Oh.
Limgrave. Leute, wir sind draußen. Holy shit. Da unten läuft doch schon irgendwas Fettes rum. Okay, nice. Das sieht natürlich schon aus, ne? Holy moly, ich mag die Optik halt, ne? Dieses leicht mystische, wo du auch mit den leuchtenden Bäumen und so. Okay, da hinten sind schon mal fette Vögel. Sind die böse? Greifen die mich an? Give me silky. Give me smooth. Okay, ich kann sie angreifen. Armer Vogel, tut mir leid. Das war jetzt gar keine Absicht. Ich wollte nur gucken, ob du böse bist, aber war er nicht. Hat das jetzt Seelen oder sowas gegeben? Oder war das nur sinnloses Töten eines unschuldigen Tieres? Finden wir es nochmal heraus, indem ich ein weiteres unschuldiges Tier töte. Aber es hat so ein bisschen so vom Gefühl her, hat es so ein bisschen Breath of the Wild Vibes, oder? Erinnert doch ein bisschen an Breath of the Wild, nur wahrscheinlich in schwer. Oh nein, da fahren sie davon. Okay, let's go. Oh, da unten schon so ein dicker Ritter, ey. Oh mein Gott. Ich werde es auf die Fresse kriegen, Alter. Ich werde hier so zerbumst. Das wird wunderbar. Hier sammelt sich offensichtlich Licht. Das bedeutet, hier ist wieder ein Ort der Gnade. Verlorene Gnade entdeckt. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihr goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Okay, die goldenen Strahlen helfen mir so ein bisschen, in welche Richtung ich wohl muss. Also so da lang wäre ganz clever. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Ganz wichtiges Tool, müssen wir auch rege nutzen, dass wir die Karte verwenden und dort halt auch selbst Dinge positionieren. Ich muss mal gerade gucken, wie wir die Karte öffnen. So, Kartenmenü. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung informieren. Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr überdies, ein schönes Wort, jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen, um sofort dorthin zu reisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, an denen dies nicht möglich ist. So, die nächste Karte, okay, die ist ja noch gar nicht aufgedeckt. Und hier können wir halt, wie gesagt, dann selbst Marker setzen. Ihr seht, es ist halt nicht so wie in den üblichen Open-World-Games, einfach alles schon aufgedeckt und vollgeklatscht mit irgendwelchen Icons, wo ihr jetzt hinlaufen sollt, sondern nee. Das, was ihr entdeckt habt, das wird drauf eingezeichnet, aber auch nicht alles, nur das, was ja so spielrelevant ist. Wenn ihr halt selber sagt, hier ist ein besonderer Gegner oder hier ist ein besonderer Rohstoff oder hier will ich später nochmal wieder hin, um das zu erkunden, dann müsst ihr selber so einen Marker da setzen. Und das macht es halt so entdeckermäßig so, weißt du, du bist dein eigenes Glückes Schmied. So, wer bist du denn hier? Mal eine Person, hallo? Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Ja, das klingt ein bisschen nach meinem Schicksal. Wie levelt man denn eigentlich in diesem Game? Kann ich das auch darüber machen? Muss man irgendwie gucken. Früher konnte man das doch am Leuchtfeuer machen. Was ist Zeitvertreiben? Damit kann ich wahrscheinlich einfach echt nur die Zeit vertreiben. Trusotin verlassen, aber es ist hier kein Leveln. Kann mein Charakter hier nicht verbessern. Das muss irgendwo anders gehen. Okay, finden wir aber noch raus. Also der leuchtende Pfeil zeigt so ein bisschen in diese Richtung. Ich würde also sagen, unser erstes Ziel ist da hinten, die Zitadelle der Zeit, man kennt's. Da unten ist halt schon so ein Fettmeier auf dem Pferd. Ich weiß nicht, ob wir den angreifen sollen. Der sieht mir ein bisschen zu krass aus. Den umgehen wir jetzt lieber erstmal noch. Auch wegrennen ist keine Schande. Wie rennt man eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Kann man rennen? Was ist das? Materialien sammeln. Materialien. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen.
Ich habe eine Rovafrucht gesammelt. Was ist das jetzt hier? Untersuchen. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkt für Koop-Rufzeichen und Wettkampf-Rufzeichen fungieren, die mit kleineren Bildnissen erstellt wurden. Okay. Kleine goldene Statue. Alles klar, dann mal weiter. Jetzt gehen wir mal vorsichtig raus in die Welt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ich da oben schon den Dicken sehe, kriege ich jetzt schon Schiss. Was ist das? Ein Schädel, kann man den kaputt hauen? Ja. Oh. Goldene Rune. Okay. Give me Silky. Tiere und so, das ist man halt gar nicht gewohnt von so Dark Souls-esken Games. Sonst gibt es eigentlich immer nur Gegner. Hier ist es mal richtig so ein Tierchen. Bringt das denn was? Leiche plündern? Ja, Tatsache. Dünne Bestienknochen. Okay. Ich habe vergessen, den Death Counter einzubauen. Wisst ihr noch, wie oft ich schon gestorben bin? Ich glaube, 1, 2, 3, 3 Mal, 4 Mal? 4 Mal, glaube ich schon. Da sehe ich ein Gebäude. Ich würde aber sagen, was ist das? Wieder so ein leuchtender Schädel oder was ist das hier? Wir gehen jetzt erstmal in Richtung dieser Zitadelle der Zeit, okay? Nach und nach schauen wir uns jetzt mal um. Gehen wir mal vorsichtig und gemütlich dahin. Gucken einfach mal, was da auf uns lauert. Ah, die Grafik ist halt schon echt hübsch, Mann. Was ist das? Ruinenfragment. Na gut, das erwartet man auch bei einer Ruine. Das wurde mir übrigens schon mitgeteilt. Dinge, die man sucht, die sollte man auch immer da suchen, wo sie kontextlogisch-mäßig hingehören. Also, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Steine oder so suche, dann gehe ich natürlich am besten in eine Mine, weißt du? Oder und so weiter. Ne? Also alles, dass sich die Items, die man sucht, auch sinngemäß an den Orten befinden, wo man sie erwarten würde. So, ich sehe hier auf jeden Fall irgendwie mal so ein Leuchtgnadending am Start. Könnte das sein? Kirche von Elle. Da sitzt einer. Wer ist er denn, Alter? Sieht aus wie der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann oder was? Warte mal, erstmal den Ort der Gnade ansprechen. Sicher ist sicher. Verlorene Gnade entdeckt. Okay. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Es gibt aber auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. Okay. So. Was ist das hier? Verstärken von Waffen. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Okay, also hier könnte ich jetzt meine Waffen verstärken. Über das Schmiedemenü könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen bis zu +3 verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Allein in dieser Hinweis, das hätte es damals bei normal Dark Souls gar nicht gegeben, weißt du? Also das soll ja auch eines der zugänglicheren Games von FromSoft sein, Elden Ring. Insofern bin ich da voller Hoffnung, dass wir das hinbekommen. So. Ich benötige dafür Schmiedesteine und zwar 2 Stück, um zum Beispiel jetzt unser Katana abzugraden. Dann bekommt das nochmal 20 an Schaden drauf. Nicht schlecht. Okay. Verlassen. Haben wir aktuell erstmal noch nichts. Dann haben wir einen süßen Esel. Sehr hoher Esel. Hallo Eselchen. Und den Weihnachtsmann offensichtlich. Hallo Weihnachtsmann, was machst du hier? You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Okay. Information über Carly. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay. Empfehlung? You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own.
essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Da hast du irgendwie recht, ja. Es ist Zeit aufzustehen, sagt meine Uhr. Okay, was hat er denn so im Angebot? Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Was haben wir denn hier? Handbuch des Nomadenkriegers, erweitertes Handwerksrepertoire. Wo ist denn dieser... Ach, ein Teleskop. Damit kann man, macht es möglich, weit in die Ferne zu sehen. Kostet 500 Runen. Gesprungener Topf zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötig. Werkzeugsatz. Befähigt euch zur Objektherstellung. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Basic Kit. Also wir brauchen auf jeden Fall... Ist es ein Verbrauchsgegenstand, das Ding? Oder braucht man das nur einmal? Ich würde den auf jeden Fall mal kaufen. Ah, oh, das wäre natürlich auch nice gewesen jetzt, ne? Was ist das hier unten noch? Flasche der wundersamen Arznei. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Okay. Eine Fackel wäre natürlich wahrscheinlich auch noch immer mal ganz nice. Also ich würde mir den hier noch gönnen. Das Teleskop ist sicherlich sinnvoll. Ansonsten Waffen und Rüstungen braucht man in der Regel, glaube ich, nicht kaufen. Da reicht das, was man findet. Ich bin froh, dass du meine Warnung zu Herzen genommen hast. Du hast eine exzellente Wahl. Dankeschön. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt im Hauptmenü Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellen, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Okay. Behälter. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr dieser Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Okay. So. Das Ding der Gnade sagt, ich soll ein bisschen in diese Richtung gehen, aber bevor wir das jetzt machen, ist eigentlich ganz nett gemacht, dass man immer so einen kleinen Hinweis bekommt, in welche Richtung man gehen soll. Hier läuft jemand lang. Ist es ein Freund oder ein Feind? Eben mal checken. Die sehen halt böse aus hier, ne? Die haben Fackeln in der Hand. Das sind Gegner. Ich geh mal von hinten ran. Ich werde den so wegmachen, Alter. Warte, Achtung, 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 Achtung. Und? Weg ist die Sau! Gleich mal wieder in Deckung gehen. Wie viele Seelen hat mir das gegeben? Ich sehe die irgendwie nirgends. Ich finde das sehr minimalistische UI. Goldschimmernder Code. Ich wollte schon immer goldschimmernden Code besitzen. Ich finde ja das sehr minimalistische UI sehr gelungen. Aber so Seelen würde mich jetzt schon interessieren. Mal gleich genau hingucken, ob ich das irgendwo sehen kann. Da unten. Okay, cool. Oh, was seid ihr denn Süßes? Was seid ihr denn Süßes? Irgendwelche kleinen Biester, die sind ja voll niedlich. So eine Mischung aus... Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Hase und Känguru? Ein Känguru-Hase? Hallo Schaf. Guck mal, die rennen weg. Oh, what the fuck? Okay, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass dieses Schaf sich einfach so davonrollt. Das ist interessant. Das ist interessant. Gucken wir uns mal ein bisschen erstmal in der Gegend um. Ganz entspannt und keinen Stress schieben, ne? Golden schimmernder Kot, Alter. Ich komme noch nicht drauf klar. Wo gibt's denn unser Pferdchen eigentlich? Also ich weiß ja, das haben wir ja schon auch vorhin im Opening gesehen, dass wir ein Pferd bekommen werden. Aber wo ist das? So eine richtig fette, riesige Schildkröte am Start. Hm? Schildkrötenhals, Fleisch. Na lecker. Sind das da Gegner? Was ist das? Ich bin etwas in Sorge. Ich werde jetzt mal herausfinden, was das ist. Oh Gott. Oh nein. Alles klar.
Oh Gott. Oh nein. Oh, ich wollte wegrollen. Ich bin wieder zu dumm. Irgendwie habe ich A noch auf Rollen in meinem Gehirn. So, wir sind vergiftet. Das ist ein Problem. Wir haben, glaube ich, nichts, was gegen Gift hilft, oder? Objektherstellung. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr in gefundenen Rezepten. Oh mein Gott, was kommt denn da jetzt angefahren? Kann ich irgendwie rennen? Ich gehe mal schnell zum Feuer. Ganz schnell. Mit etwas Glück schaffen wir das noch. Wieder was gelernt, ne? Hallo, gerade keine Zeit auch für dich. Ich muss eben abhauen. Ich bin vergiftet. Wie sich das... Oh mein Gott. Oh, ich gehe gleich drauf. Ich gehe gleich drauf. Ich gehe gleich drauf. Ah, toll. Scheiße. Das war der erste Ausflug ins Wasser. Alles bringt dich um in dieser Welt, Mann. Alles bringt dich um. Okay, aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Ich hätte mir so ein Flakording reineiern können. Das wäre natürlich vielleicht ganz clever gewesen. So, gib mal her hier. Meine Runen zurück. Das wäre natürlich die größte Dissung, wenn wir die Dinger gleich verlieren, ne? Jetzt kaufe ich bei ihm eben noch ein Fernrohr. Hallo. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Ja, sicher. So, kaufen. Ich hätte gerne noch dieses Fernrohr. Dankeschön. Jetzt sind wir, glaube ich, erstmal ausgerüstet mit dem Grundstock an Sachen. Weiter geht's. Sind jetzt die ganzen Gegner wieder da, die hier patrouillieren? Ja, sicher. Guck mal, da sind sie wieder. Da ist er ja schon wieder. Wo hat denn das Ding hingezeigt? Ich glaube, am Anfang folgen wir am besten erstmal wirklich diesen Dingern. Gehen wir mal da lang. So eine Karte oder sowas wäre ganz nice, ne? Dass man am Anfang jetzt erstmal die Orte der Gnade sucht, die sich hier überall befinden. Weil ich glaube, das ist sozusagen das Opening-Tutorial-Gebiet. Hier ist erstmal alles noch chillig. Erstmal. Da sind sie, die ekligen Dinger. Aber gut, wir wissen ja jetzt Bescheid. Was ist das? Nur Müll. Wir wissen ja jetzt Bescheid, dass wir da lieber nicht zu nah rangehen. Erdenblattblume. Okay, da sind ein paar Dullis. Ruinenfragment. Hier sind ein paar Dudes, aber das sind nur Dullis. Die kriegen wir, glaube ich, ganz entspannt weggeballert. Da sollten wir keinen Stress mit haben. Puh, jetzt sind sehr viele. Das ist die einzige Gefahr hier. Die Masse macht's dann halt, ne? Ich gehe erstmal hier hin. Da ist nur einer, glaube ich. Der ist also ganz verstrahlt, einsam unterwegs. So eine Wache. Ah. And he's gone. So, okay. Das ist noch eine weitere Wache. Auch da nähern wir uns mal vorsichtig von hinten. So ganz vorsichtig und tauchen ihn einfach mal in den Rücken rein, würde ich sagen. So richtig schön mit dem Messer einfach ins Genick. Dann ist da auch Ruhe. Oder auch nicht. Moin. Kannst du dich überhaupt wehren? Nee, ne? Das ist gar keine Waffe, Alter. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variiert je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlauben. Okay, das war eine Gegnergruppe. Wie schön. Rumpf versuchen. Rumpf versuchen? Die haben alle hier schon so ein geiles Pferd. Ich will auch mein Pferd haben. So, wir folgen jetzt erstmal den Gnadendingern auf der Suche nach unserem Pferdchen. Gut, wobei, ihr wisst, dass das nie funktioniert. Man lässt sich immer treiben. Deswegen gucken wir uns jetzt mal eben hier gerade um, was hier noch so ist. Sammeln ein bisschen Items. Was ist da vorne? Das sind wieder Vögel. Kann man diese Dinger eigentlich auch kaputt machen? Oder? Nee, nur, das bringt, glaube ich, nichts. Nur die mit den leuchtenden Augen. Die bringen dann auch was. Ah, hier ist irgendwas los. Pilz.
Unterirdische Gruft voraus. Ja, geilo. Ja, Hahn, ist gut. Pilz. Ach, ich hab's geschafft. Ja, haben wir direkt eine Gruft gefunden. Nice. Wird das jetzt auf der Karte angezeigt? Nö, aber wir könnten jetzt hier halt einen Marker setzen, ne? X-Markierung. Was nehmen wir denn mal für eine Gruft? Ich würde sagen, für Gruften nehmen wir einfach... Was nehmen wir denn für eine Gruft? Das würde ich für Gegner nehmen. Das für Typen, das für Tiere, das für Pflanzen. Nehmen wir das... Ja, das wären dann Schätze, ne? Nehmen wir einfach das für eine Gruft. Bums. Dann wissen wir, dass hier eine Gruft ist. Okay. Meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.